So, hallo meine Lieben und willkommen in meiner chaotischen Küche. Ich hatte keine Lust aufzuräumen. Sorry. Ja, die Brand News Box kam an und ich dachte, wir packen sie wieder mal zusammen an, bezieh aus. Packen sie zusammen aus. Die Good News Box, genau. Ist für eine gute Sache, genau. Und diesmal war sogar das hier dabei. Das war, glaube ich, in der Genussbox, genau, da ist das ja kaputt gegangen. Habe ich das entsorgt, weil das so gespritzt hat, getropft hat. Habe ich gar nicht mehr ausgetrunken. Aber jetzt freue ich mich drauf, dass es fruchtig prickelnd von Söhnlein White Ice enthält. Sulfite. Hier ist aber, glaube ich, Alkohol drin, ne? Das ist so ein Sekt. Ja. Ich glaube schon, ja. So. Wollte ich euch nur mal kurz sagen, dass wenn etwas kaputt ist in der Brand News Box, ihr könnt das innerhalb von 2 Wochen reklamieren. Ist ein Formular auf der Homepage oder auch per E-Mail geht das mit Fotos und dann kriegt ihr halt Ersatz. Genau, so. Und jetzt packen wir die Box aus. Ich bin echt gespannt, weil die ist echt schwer, wie immer. So. Genau. Jetzt muss ich wieder verstecken meine Rechnung. Weil wie ihr wisst, bestelle ich immer Sachen aus dem Shop dazu. Genau, das habe ich aber schon alles weggepackt, ausgeräumt. Genau. Motto ist rein ins Vergnügen. So. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, ihr seid geil. Oh mein Gott, schaut mal. Kit Kat Pink. Wie geil. Ruby Kokoro Beans. Wie geil. Also, das ist mal geil. Freue ich mich. Seht ihr, dass das pink ist? Das ist die Pink Edition. Finde ich richtig geil. Gar nicht. Ist die aus Deutschland? Ja, die gibt es sogar in Deutschland. Finde ich cool. Das ist eine geile Sache. Muss ich sagen, kenne ich noch gar nicht. Und das nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und zwar von Joya Kokos. Ist das Kokoswasser oder Kokosmilch? Steht hier auch auf Deutsch. Getränk aus Kokos und Reis. Wie geil. Und könnt ihr für unterwegs mitnehmen, also in den Kühlschrank stellen und unterwegs, weil hier sind so Strohhalme. Mega geil, finde ich richtig geil. So, dann geht's weiter. Was ist das hier? Geil. Bis jetzt bin ich echt zufrieden. Und zwar von Oro d'Italia Pesto Rosso, sowas hier. Wie geil. Okay. Geil, 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 wir wissen es. Und oh mein Gott, wie geil. Okay. Zähl mal mit, wie oft ich das Wort schon gesagt habe. Pesto Verde in Grün ist das Verde, genau, Verde. Einmal in Rot und einmal in Grün. Finde ich geil. Ja, finde ich echt geil, sowas. 2 Stück. Sehr cool, sehr cool. So, dann geht's weiter. Und zwar, was ist hier drin? Geil. Und zwar Mixery Ultimate Lemon, Bier und Limone. Finde ich echt geil, weil das tue ich mir in den Kühlschrank und sowas trinke ich bei der Hitze sehr, sehr gerne. Schmeckt mir auch, dieses pure Bier mag ich nicht, aber sowas mag ich sehr, sehr gerne. Zum ersten und zum zweiten. Und zwar ist das mit Tequila, Bier und Tequila. Und in meiner Jugend habe ich Tequila geliebt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Tequila auch so geliebt habt wie ich. Das war dann das Nonplusultra-Getränk. Genau, das hier. So. Es geht weiter und zwar schon wieder ein Getränk. Und zwar dieses Tritrup-Sirup Orange Cola Mix mit weniger Zuckerkalorienarm. Sowas wie das hier. Aber was heißt denn Sirup? Mischt man das mit Wasser? Nee. Nee, ideal für Sprudelsysteme. Geht das auch ohne dieses Sprudelsystem? Vielleicht, weiß ich nicht. Ansonsten werde ich das meiner Schwester schenken, weil die hat so ein Teil, so ein Sprudelsystem. Genau das hier. Dann ist hier drin noch ein Tomatenketchup von Kraft. Genau. Dann noch Red Bull Simply Cola. Das ist. Doch, Koffein ist wohl auch drin, oder? Ja, Koffein aus Kaffeebohnen.
Okay, also ein Getränk, aber ich weiß, ich glaube nicht, dass das jetzt Energy ist, oder? Ach, keine Ahnung. Diese Organics, also die haben so viel Zeug, dass ich gar nicht mehr durchblicke. Das hier, aber was ich euch empfehlen kann von Red Bull, das war letztens drin, diese weiße Dose Kokos-Blaubeere, die war so in weiß. Energy, mega lecker, mega geil für den Sommer, perfekt. Ah, hier ist aber noch eine, genau. Tonic Water. Okay, also nochmal, ich glaube, das sind diese, also nicht diese Energies, sondern diese normalen Erfrischungsgetränke, aber verstehe ich nicht, warum. Red Bull, ist Red Bull, die rausbringt, genau. So, oh mein Gott, dann geht's weiter. Frit, ist das ein Kau? Kennt ihr? Das hier finde ich auch mega lecker. Dann von Ruf Porridge Blueberry Joghurt. Vielleicht schmeckt das auch. Dann Low Sugar, 40% High Protein Fit. Multipower, ein Riegel zum ersten. Dann ist hier, ist das dieselbe Marke? Nee, das ist wieder was anderes. Okay, dann von Champ, auch Protein mit 35% wenig Zucker. Sowas hier. Und noch ein, ist das dieselbe? Nee, das ist Schokogeschmack und das ist Kokosgeschmack. Da bin ich mal gespannt, wie diese schmecken. Okay, das war die Box. Was kann ich dazu sagen? Ich finde sie ganz okay. Also der obere Teil hat mir sehr gut gefallen. Der untere Teil war auch ganz okay. Also ist eigentlich eine gute Box. Genau, nur wieder ein bisschen. Ja, okay, wir haben Sommer. Wir haben Sommer, okay. Ja, so, also das war die Box. Lasst mir sehr gerne euer Feedback da. Wie hat euch die Box gefallen? Könnt ihr abstimmen oder halt in die Kommentare eure Meinung schreiben. Ja, und das war es auch schon. Genau, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!